Die Zeit in Amerika ist dir gut bekommen, mein Junge. Du wirkst auf mich viel reifer, viel erwachsener. Korrigiere mich, wenn ich mich täusche. Absolut. Mit der Verantwortung und so. Absolut. Und deshalb möchte ich dich in Zukunft auch nicht mehr wie einen großen Jungen behandeln, sondern wie einen jungen Mann. Vielleicht hätte ich das schon viel eher tun sollen, aber Eltern hinken in diesem Punkt ja immer etwas hinterher, oder? Ja. Besser spät als nie. So. Sagt man doch, oder? Ja. Wenn dir einem nichts Besseres einfällt. Was meinst du? Wollen wir darauf anstoßen? Mit einem Schluck echten schottischen Whisky? Sag mal, riecht das hier nicht nach Zigarre? Ich riech nicht. Du? Havanna? Mein Gott. Ihr seid doch sternhagelvoll! Auf ein Wochenende paradiesischer Ruhe. Ja. Auf uns. Wer ist denn das schon wieder? Nein. Brandner? Von Ladenstein. Bitte entschuldigen Sie die späte Störung, Frau Brandner. Nein, nein, das macht doch gar nichts. Ist da was passiert? Konstantin und Paul sind völlig betrunken. Das ist ein Scherz. Leider nein. Ja, haben Sie Susanne schon Bescheid gesagt? Nein, die hat sich schon mit Carla zurückgezogen. Ich möchte Sie bitten, Ihren Enkel abzuholen. Ja, natürlich holen wir Paul ab. Und danke für den Anruf. Paul ist völlig betrunken. Wir sollen ihn von Königsbrunn abholen. Das darf doch nicht wahr sein. Der Kerl kann was erleben. Ah. Kommst du? Wenn du nichts dagegen hast, Arno, würde ich gerne hierbleiben. Ich bin sehr müde. Natürlich. Nehme ich mir den Bengel allein zur Brust. Ja. Ey, lass mal Fahrer. Nee, ich bin Wie ich sehe, amüsiert ihr euch prächtig. Paul, deine Großeltern holen dich gleich ab. Leonard, wo warst du? Leonard! Also euch scheint es ja sehr gut zu gehen. Hallo, Arno. Du erkennst mich noch. Ein Wunder. Guten Abend, Herr Brandner. Graf Landstein. Sie sind allein gekommen? Meine Frau geht's nicht so gut. Sie lässt grüßen. Danke. Es tut mir leid, dass ich Sie herbitten musste. Aber Sie sehen ja selbst, was hier los ist. Die beiden Herren haben plötzlich ihre Vorliebe für schottischen Single Malt und Indoor Biking entdeckt. Ich hätte dich für vernünftiger gehalten, Paul. Offensichtlich habe ich mich getäuscht. Paul kann nichts dafür. Das ist meine Schuld. Arno? Wollten nur ein bisschen feiern, bitte. Ja, hat sich ausgefeiert. Komm. Diese Geschichte wird noch ein Nachspiel haben, mein Junge. Graf. Herr Brandner. Schön, Paul. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Mein Gott, hast du denn schon vergessen, dass du bald schon mal an einer Alkoholvergiftung gestorben wärst? Konstantin, du musst mir versprechen. Konstantin, bitte versprich mir, dass du dich nie wieder so sinnlos betrinkst, ne? Konstantin. Paul, einen wunderschönen guten Morgen. Setz dich. Na, hast du gut geschlafen? Oh, nicht so laut. Du hast doch nicht etwa einen Kater. Stimmt ja. Papa meinte, du hättest dir gestern Abend mit Konstantin die Kante gegeben. Wenn du mich jetzt so Schnecke machen willst, ich höre. Also wenn du glaubst, dass ich dir eine Moralpredigt halte, hältst du mich für so spießig?
Iss mal was. Das bringt den Kreislauf in Schwung. Jetzt will ich umbringen. Ich brauche nur an Essen zu denken. Dann wird mir schlecht. Ah. Boah, Carla, muss das sein? Mein Schädel platzt. Haus, tut mir leid. Ist mein absoluter Lieblingssong. Ja, probier mal. Boah. Oder lieber Rührei mit Blattiss. Oh, ich muss gleich kotzen. Weiß, was der Junge braucht. Am nächsten Morgen muss man immer mit den Getränken anfangen, mit denen man am Abend aufgehört hat. Prost! Jawohl. Der rührt so schnell keinen Alkohol mehr an. Danke. Dein Auftritt gestern Abend war beschämend, Konstantin. Ich hoffe, du siehst das genauso. Natürlich darfst du deine Rückkehr feiern. Aber von einem jungen Mann in deinem Alter erwarte ich, dass er auch bei solchen Anlässen ein gewisses Niveau nicht unterschreitet. Du bist bald volljährig, Konstantin. Dann bist du auch vor dem Gesetz für deine Handlung voll verantwortlich. Ich bin mir nicht sicher, ob dir wirklich klar ist, was das in letzter Konsequenz bedeutet. Ja. Ich bin ja nicht blöd. Darf ich jetzt aufstehen? Ich erwarte, dass so etwas wie gestern Abend nicht wieder vorkommt. Haben wir uns verstanden? Ja. Versprich mir, dass das nicht wieder vorkommt. Was sollen denn die Lahnsteins von uns denken? Konstantin war mindestens genauso zu wie ich. Das spielt doch keine Rolle. Du warst dabei und das ist nicht in Ordnung. Verstanden? Ja. Elisabeth? Sorry, ich bin etwas spät. Nein, ich habe früher angefangen. Ich muss noch ein paar Verträge fertig machen, bevor Vater morgen zurückkommt. Was denn? Willst du jetzt noch arbeiten? Ich würde dir auch lieber Gesellschaft leisten. Aber es geht nicht anders. Tja, da werde ich wohl mit meinem kleinen Bruder vorlieb nehmen. Der ist mit Paul unterwegs. Toll. Lass es dir trotzdem schmecken. Der Red Snapper ist ein Gedicht. Der Red Snapper. Was möchten Sie trinken? Wasser. Sie läuten dann, wenn ich den Hauptgang auftragen soll. Ja. Na dann. Guten Appetit allerseits. Toll. Ach was, scheiß drauf. Süß. Papa ist verliebt wie am ersten Tag. Sag mal, wie oft hast du Elisabeth heute Abend eigentlich schon angerufen? Höchstens ein oder zweimal. Eher 10-mal, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, erzähl du lieber richtig, sonst zockt deine Mutter dich völlig ab. Hat sie sowieso schon. Mir reicht's für heute. Ach, da hat man einmal eine Glückssträhne. Hast du eigentlich schon die Fotos von dem Fest bei den Lahnsteins gesehen? Hat er. Nur leider ist Elisabeth nirgends alleine drauf, sonst hätte er sich sofort eingerahmt. Hallo? Ich habe gerade versucht, dich zu erreichen. Mhm. Ich wollte noch unbedingt gute Nacht sagen. Vermiss dich. Ich dich auch. Habe ich dich geweckt? Nein, nein, ich warte noch auf. Habt ihr so lange eine Besprechung gehabt? Ja. Ja, ich bin auch sehr geschafft. Ja, dann will ich dich nicht länger wachhalten. Also, gute Nacht. Gute Nacht.
Was ist denn mit dir, Susanne? Elisabeth ist gleich hier. Ach ja, zum Helfen sind wir gut genug, aber zu essen bekommen wir nichts. Lass mich das machen. Ja. Einmal möchte ich mit dir allein sein. Ist ja schon gut, ich muss eh zu meiner Schicht. Hallo, Elisabeth. Hallo. Eine Nacht! Eine Nacht ohne dich ist eine schlaflose Nacht. Guten Tag, Herr Brandner, da sind wir wieder. Graf Landstein. Ich will auch nicht lange stören. Schließlich habe ich Ihnen Ihre Frau lange genug entführt. Ja, vergeben und vergessen, Sie haben sie ja wieder heil abgeliefert. Und das erinnert mich an meine Einladung. Verzeihung. Ja, zu unserem Grillfest. Ach ja. Ist nicht vergleichbar mit Ihrem Sommerfest, aber wenn Sie Steaks mögen. Ich komme sehr gern. Apropos Grillfest. Riecht es da verbrannt? Das Huhn. Oh, oh je. Ja. Oh nein. Vielen Dank fürs Heimbringen. Es war mir ein Vergnügen. Wir sehen uns dann morgen im Büro? Ja, ja. Also dann. Willst du zu Leonard? Nein, ich wollte zu Sarah. Ach, ihr kennt euch? Seit eurem Sommerfest. Schön. Bis bald. Bis bald. Wer so spielt, bei dem muss es einfach Hoffnung geben. Hör mal, mit wie viel Gefühl. Du magst ihn, nicht wahr? Sehr. Seid ihr schon lange da? Nein. Klingt übrigens ganz gut. Ach, klingt gut, ja. Wir wollten dich fragen, ob du mit uns zum Pool kommst. Ein andermal, okay? Sonne macht gute Laune. Ich habe gar keine schlechte Laune. Nein? Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen und Klavier spielen. Ja. Und das seit deinem Geburtstag, an dem unser allseits geschätzter Bruder Ansgar dir ein ziemlich hässliches Geschenk gemacht hat. Ach, weißt du, Carla, Ansgar hat sich schon so viel geleistet, da träge ich mich darüber auch nicht mehr auf. Nein, ehrlich, mir geht's prima. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass ich bei diesem elenden Stück hier immer an derselben Stelle hängen bleibe. Aber das packe ich heute auch noch. Na gut, dann stören wir dich mal nicht länger. Falls du es dir doch noch anders überlegst, du weißt ja, wo wir sind. Wollten Sie denn kommen? Naja, ich schätze mal jetzt so. Hoffentlich überfordern wir Natalie nicht. Willst du jetzt noch einen Rückzieher machen? Doch, der Oberarzt steht auf dich. Ach, der Arme. Hallo. Was macht ihr denn hier? Naja, wir... Schön, dass du wieder da bist. Mit euch habe ich gar nicht so schnell gerechnet. Wir bringen schon mal das Gepäck nach oben. Ah, danke. Das ist wirklich lieb von euch. Ach, was? Nein, im Ernst, ich habe euch so viel Ärger gemacht in der letzten Zeit. Den Ärger, den haben wir uns alle gemacht. Vergeben, vergessen. Wenn ihr das könnt, toll. Worauf wartet ihr noch? Wo drückt der Schuh? Naja, wir haben lange überlegt, ob wir es dir sagen sollen. Naja. So lange haben wir überhaupt nicht überlegt. Ja, es ging eher um das Wie. Um das Wie? Wie wir es dir sagen sollen. Lasst mich raten, ihr wollt heiraten. Woher weißt du das? Naja, die Spatzen pfeifen das von den Dächern. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für euch. Inzwischen weiß ich, dass ihr zusammengehört.